Die. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV. Ja, und unser SK Sturm hat gerade zum Frühjahrsauftakt 2018 das erste Spiel leider mit 0:1 in Mattersburg verloren. Ganz schwache Partie, eigentlich wirklich fast von Anfang bis Ende von unseren Blackies. So richtig aufgewacht ist man eigentlich in den ganzen 90 Minuten plus ein paar zerquetschte überhaupt nicht. Bestenfalls eben so der Ansatz in den ersten Minuten war zu sehen, eben man hat ja auch durchaus was probiert, eben mit Heiko Vogel, mit einem 4-3-3-System, also wirklich offensiv zwar ausgerichtet, aber in der Praxis hat das Ganze eigentlich gar nicht funktioniert. Sehr interessant für mich persönlich war zum Beispiel Marisic eben auf der 6, Schulz in der Startelf. Naja, insgesamt beides hat nicht so wirklich funktioniert, aber insgesamt das Offensivspiel, vor allem unserer Blackies, sehr, sehr schwach. Auch in der Defensive das Ganze auf jeden Fall ausbaufähig. Unsere Jungs in der ersten Hälfte mit einer richtigen Torschance, eben Schul mit einem Schuss, der eben dann doch knapp am Tor vorbeigesegelt ist. Ansonsten die Mattersburger mit 3 Top-Chancen und eine davon fand dann auch den Weg ins Tor. Pink war es, der eben im Endeffekt nach einer Ecke per Kopf vollendet hat und eben nach etwas mehr als einer halben Stunde, glaube ich, die Führung für Mattersburg erzielt hat. Ja, das 0:1 völlig verdient zur Pause, vor allem auch sehr ärgerlich, wie ich finde, eben das Aufbauspiel unserer Schwarzen war einfach ja, sehr, sehr schwach. Also gerade unnötige Ballverluste, viele Querpässe, einfach kein Mut und eben auch ja, im zweiten Durchgang hätten unsere Blackies da einfach mehr zeigen müssen, definitiv haben die eben verabsäumt. In der zweiten Hälfte das Ganze ja nicht besser. Man hat ein bisschen weniger zugelassen. Man hat im Endeffekt dann ein paar Chancen. Schul mit einem Freistoß, beziehungsweise Potzmann hat ihn, glaube ich, getreten, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, aber jetzt auch ja, nicht der Rede wert im Endeffekt. Dann Koch aus der Distanz, der eben auch knapp verzogen hat und auch eben ein Lattenschuss war zunächst noch. Da bin ich mir auch nicht sicher, wer den jetzt wirklich geschossen hat. Aus unserer Sicht natürlich ein bisschen schwer, das Ganze zu sehen, wer welche Aktion da getätigt hat, aber ja, am Ende hat das Ganze ja dann, danke, na, am Ende hat es einfach nicht sein sollen, man muss auch ehrlich sagen, es wäre auch nicht wirklich nach dieser Leistung verdient gewesen, da etwas mitzunehmen und ja, der Frühjahrsauftakt, wie schon in den letzten Jahren, wieder mal verkackt. Man muss es leider einfach mal knallhart so sagen. Aber okay, es war das erste Spiel. Es war das erste Spiel mit dem neuen Coach. Man sieht auch, die Testspielergebnisse haben wirklich 0, gar keinen Wert. Und naja, es kann im Endeffekt dann auch nur besser werden. In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch trotzdem einen schönen Abend. Und ja, wir werden auch schauen, dass wir uns wieder auf den Weg nach Graz machen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz, auf die Schwarzen. Auf die Schwarzen. Und auf die Schwarzen. Auf die Schwarzen. Bis dann. Ciao, ciao.